ist Markus Zechmeister und in diesem Video möchte ich Sie informieren über meinen Workshop, einmal angenommen, die Kunst des systemischen Fragens. Zu fragen ist eine wichtige Vorgehensweise beim systemischen Arbeiten. Und ich habe am Ende einer Zusammenarbeit einmal eine treffende Rückmeldung von einer Kundin bekommen, die das sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Sie hat mir gesagt, Herr Zechmeister, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was Sie gemacht haben, weil eigentlich haben Sie vorwiegend nur Fragen gestellt, aber das war so hilfreich. Und das bringt es, finde ich, sehr gut auf den Punkt, wozu wir diese Fragen stellen. Ziel von den systemischen Fragen ist eigentlich, dass Kunden selber auf Lösungen kommen, dass sie neue Ideen entwickeln und andere Perspektiven einzunehmen, um weiterzukommen in ihrem Anliegen. Mit was beschäftigen wir uns in dem Workshop? Zum einen möchte ich gern eine Übersicht geben über die verschiedenen systemischen Fragearten, wie Fragen nach Auftragsklärung, zirkuläres Fragen, reflexives Fragen, lösungsorientiertes Fragen. Und zum anderen ist nicht nur das Fragen wichtig, sondern auch mit welcher Haltung ich diese Fragen stelle. Deswegen werden wir auch mit grundlegenden systemischen Haltungen uns beschäftigen, wie zum Beispiel der Neutralität, der Neugier und der Wertschätzung. Es könnte einen sehr großen Unterschied machen, ob ich aus einer wertschätzenden, neugierigen Haltung Fragen stelle oder ob ich desinteressiert eine Frage stelle. Des Weiteren werden wir uns beschäftigen mit dem Prozess des Fragens. Eine Frage zu stellen ist schon gut. Aber das Potenzial der Frage zu entfalten entsteht dann erst, wenn ich die Antworten aufgreife und dementsprechend hilfreiche Anschlussfragen stelle. So können wir das Potenzial der Frage noch viel mehr ausweiten. Wir werden uns auch beschäftigen mit dem, wie wir von Hypothesen zu den Fragen kommen. Im systemischen Denken gehen wir immer davon aus, dass wir Hypothesen, das heißt Annahmen haben über Zusammenhänge von dem, was unsere Kunden schildern. Und das ist dann spannend zu schauen, wie ich von einer Hypothese, die in meinem Kopf entsteht, zu einer dementsprechenden Frage komme. Wie gehen wir in dem Workshop vor? Zum einen ist es mir wichtig, den Teilnehmern auch eine theoretische Landkarte an die Hand zu geben. Und diese Landkarte soll helfen zu entscheiden, wann ist es denn hilfreich, welche Fragen zu stellen. Und was bewirken eigentlich auch aus einer theoretischen Sichtweise die Fragen? Dann wird es darum gehen, dass ich das Fragen demonstriere, anschaulich mache in unterschiedlichen Beratungssequenzen. Zum einen, wie werden die Fragen gestellt, aber auch möchte ich gerne immer den Prozess transparent machen, was in meinem Inneren vor sich geht, wo ich eine Auswahl treffe, wie ich von Hypothesen zu bestimmten Fragen komme und wie ich dann eben dementsprechend auch Anschlussfragen stelle. Ein großer Teil von dem Workshop wird darin bestehen, dass die Teilnehmer selber die Möglichkeit haben zu üben, in Beratungssequenzen dort das systemische Fragen einzuüben und Erfahrung damit zu sammeln. Jetzt hoffe ich, dass ich mit diesem Video Ihr Interesse am systemischen Fragen geweckt habe und freue mich auf einen interessanten und spannenden Workshop.